Guten Morgen! Heute möchte ich wieder einmal ganz explizit einen Streiter für die vegane Sache hervorheben, der sein Leben der Aufklärung von Lebensmittelirrtümern und schlechten Ernährungsgewohnheiten verschrieben hat. Oft missverstanden, vielfach verkannt, aber einer, der die vegane Flagge in den Medien wie kein zweiter hochgehalten hat. Udo Pollmer. Er legt den Finger in die Wunde, wo andere ein Pflaster draufkleben. Er sagt die Dinge, wo andere verschweigen. Und wo andere eine Wurst predigen, ist Salat-Udo nicht weit und klärt auf. In seinem Buch Food Design hat er schon 2007, wo andere noch genüsslich ins Fleisch gebissen haben, mahnend den Zeigefinger gehoben und die vegane Szene in Deutschland maßgeblich vorangetrieben. Der Che Guevara der Veganer hat damals schon bezüglich der menschlichen Ernährung eine klare Position vertreten. Ich zitiere von Seite 66 aus seinem Buch. Der Mensch konsumiert mit Begeisterung übel schmeckendes und ekliges Zeug. Dann fragt er den Leser, Sie sind eine Ausnahme, ein echter Feinschmecker. Mal sehen, schmecken Ihnen Bratwürste im Naturdarm oder höhlengereifter Emmentaler? Naturdarm ist ein Organ, das ursprünglich mit übel riechendem Naturdünger gefüllt war. Beim Hartkäse handelt es sich um das verfaulte Drüsensekret von Milchvieh. Ist Ihnen bewusst, dass Waldhonig nichts anderes ist als von Bienen hervorgewürgter Läusekot? Ja, der Udo, das ist ein echter Avantgardist und hat schon damals die, ja, der Fleischindustrie und ihrer optimalen Eiweißkombination von Fleisch und Ei sich mutig entgegengestellt und als John Maynard der Veganer die Segel in eine neue Zeit gesetzt. Der Wind im Gesicht und der Regen im Nacken verkündete Udo Pollmer schon im Jahre 2007. Ich zitiere auf Seite 72. Wie etwa im Falle der optimalen Eiweißkombination von Mais mit Bohnen. Dem Udo hat man schon vor knapp 10 Jahren einfach nichts vormachen können. Der gelernte Lebensmittelchemiker kannte als einer der wenigen schon damals die Gefahren des Fleischkonsums und als Jean d'Arc der Veganer hat er dies natürlich auch in seinem Buch damals schon festgehalten. Ich zitiere nun auf Seite 79. Wer fremde Organismen verzehrt, nimmt gewaltige Risiken in Kauf. Verzehrte Lebewesen bieten Stacheln oder Gräten, andere enthalten Gifte oder führen Mikroorganismen mit sich, die Krankheiten verursachen. Und nicht nur die Gefahren und die Schädlichkeit waren der Rosa Luxemburg der Veganer schon bekannt, sondern er stimmte auch bezüglich der unnatürlichen und unangenehmen Verzehrbarkeit von Fleisch einem großen Geflügelhersteller vorbehaltlos zu. Ich zitiere da auf Seite 69. So beklagt das Wiesenhof Geflügelkontor zu Recht, dass Hähnchenfleisch zumeist trocken, strohig, unfaserig ist. Aber jeder Veganer weiß natürlich auch, dass nicht nur Fleisch, sondern auch Milch nicht zu einem gesunden Geist und einem vitalen Körper ist. Und wer könnte das besser beurteilen oder nicht besser beurteilen als Udo Pollmer? Und entsprechend liest man in seinem Buch von dem Nelson Mandela der Veganer dann folgende Zeilen. Ich zitiere auf Seite 94. Milch. Für alle Säuger die erste Nahrung ist für die meisten Erwachsenen auf der Welt ein ekliges Drüsensekret, auf das ihnen im Laufe des Heranwachsens mehr und mehr der Appetit vergangen ist. Genauso könnte man ein schönes gekühltes Glas Kuhspeichel anbieten. Ja, der Udo schafft es einfach zu überzeugen und das in Zeiten, wo die deutsche Bratwurst noch hemmungslos als Genussmittel konsumiert wurde. Aber nicht nur der angeborene Ekel vor der Muttermilch anderer Lebewesen wurde von der Julia Timoschenko der Veganer thematisiert, sondern auch die Gefahren. Ich zitiere auf Seite 113 und 114. Zudem
besteht der Verdacht, dass eine frühe Zufuhr von Molkeneiweißen das Risiko für Kinder für Autoimmunerkrankungen erhöht. Und Kuhmilch ist wahrscheinlich das wichtigste Allergen. Erwachsene zeigen ein breites Spektrum allergischer Reaktionen. So führen Käsefondue, Sahnekaffee, Schmelzkaffee und Quarkbrot zu allergischen Reaktionen, die von Quinkeödemen, also Quinkeödemen über Asthma bis zum anaphylaktischen Schock reichen. Ich ziehe meinen Hut vor Udo Pollmer, den Wegbereiter des Veganismus in Deutschland. Und wenn ihr auch der Meinung seid, Udo Pollmer sollte als vegane Leitfigur bekannt werden, dann teilt dieses Video und ehrt den Ernst Thälmann der Veganer, indem ihr ihn als den Veganer in Deutschland bekannt macht. Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieser Beitrag viele Menschen und natürlich auch Udo selber erreichen wird. Ehre, wem Ehre gebührt. Danke Udo für Dein Lebenswerk. Macht's gut, Euer Christian.